Welche Gefahren für die Gesundheit ergeben sich kurz- und langfristig aus dem Reaktorunfall von Fukushima Daiichi? Nun, was die kurzfristigen Gefahren betrifft, hat die japanische Regierung mit der Evakuierung das Richtige getan. Denn das Gefährlichste war das freigesetzte Jod. Es hat eine sehr kurze Halbwertszeit von 8 Tagen. Nach 3 Monaten ist es bereits komplett aus der Umwelt verschwunden. Die kurzfristige Gefahr war also das Jod. Was längerfristige Gesundheitsgefahren angeht, eigentlich gibt es keine. Die Maßnahmen der Regierung reduzierten die Risiken ganz klar. Die Joddosen, die man in den Schilddrüsen von Kleinkindern gemessen hat, betrugen etwa 1/100 der Dosen, die nach Tschernobyl gefunden wurden. Die Japaner hatten also dieses Risiko erfolgreich minimiert. Längerfristig könnte man besorgt sein über Cäsium, weil es länger in der Umwelt bleibt. Aber es gibt viele Beweise aus Tschernobyl und anderswo dafür, dass Cäsium keine hohen Strahlendosen abgibt, weil es sich nirgendwo im Körper konzentriert und wegen seiner langen physikalischen Halbwertszeit. Die evakuierten Bewohner von Tschernobyl bekamen, als sie dorthin zurückkehrten, durch das Cäsium etwa so viel Strahlung ab wie durch einen CT-Scan, allerdings über einen Zeitraum von 25 Jahren. Wenn wir in einer Klinik ein CT machen lassen, bekommen wir eine Dosis von etwa 10 Millisievert in wenigen Sekunden. Niedrige Strahlendosen, denen wir über einen langen Zeitraum ausgesetzt sind, beeinträchtigen die Gesundheit fast gar nicht. Wie kann man zwischen tatsächlichen und potenziellen Gefahren unterscheiden? Was die tatsächlichen Gefahren betrifft, es gibt keine, über die man sich Sorgen machen müsste. Wenn man sich über die Strahlenbelastung sorgt, kann man einfach einen Dosimeter bei sich tragen. Und man kann sich leicht im Internet informieren, welche Dosen wo zu erwarten sind. Bei meinem Flug hierher habe ich zum Beispiel eine Dosis von 0,07 Millisievert erhalten. Und am Mittwoch war ich in Fukushima Daiichi, auf dem Gelände ganz nah bei den Reaktoren. Die Dosis dort betrug 0,01 Millisievert und wahrscheinlich noch weniger, denn das ist die niedrigste Dosis, die das Gerät überhaupt anzeigen kann. Durch meinen Flug hierher habe ich eine viel höhere Dosis abbekommen als in Fukushima. Was macht es so schwierig, Gefahren durch Strahlung richtig zu kommunizieren? Das Problem mit Strahlung ist, dass meine Generation sich sehr vor ihr fürchtet, weil wir den Kalten Krieg hatten. Uns wurde gesagt, dass Atombomben alles Leben auf dem Planeten auslöschen würden. Das meiste davon glaubten wir. Außerdem kann man Strahlung weder riechen, noch sehen oder hören. Wir haben keine sinnliche Wahrnehmung dafür. Das hat einen Grund. Wir sind von Strahlung umgeben. Die Erde ist von Natur aus radioaktiv. Außerdem ist es ein Problem, dass wir Strahlung so genau messen können. Denken Sie an Chemikalien, da gibt es immer einen Grenzwert, unterhalb dessen wir sie nicht nachweisen können. Strahlung können wir aber noch nachweisen, wenn sie unglaublich niedrig ist. Wir denken, wenn wir es nachweisen können, muss es auch Schaden anrichten. Aber betrachten wir das Problem einmal anders. Wir alle wissen, dass Sonnenlicht Hautkrebs verursacht. Diesem Risiko ist man ausgesetzt, sobald man in die Sonne geht. Wenn Sie vor die Tür gehen, wird Ihre Haut irgendwann rot und brennt. Besonders in Australien, wo die Sonne sehr stark ist. Wir kennen die Folgen des Aufenthalts in der Sonne, aber wir verhindern trotzdem nicht, dass Menschen sich dieser Gefahr aussetzen. Wir beraten Sie, wie Sie Ihr Risiko minimieren können, aber es bleibt bei Ihnen, den Rat anzunehmen oder nicht. Wir haben keine sicheren Grenzen definiert für eine Sonnenexposition. Aber für Strahlung fordert man diese Grenzwerte. Dabei können wir heute mit Sicherheit sagen, dass es weniger gefährlich ist, Strahlendosen abzubekommen, die bei Unfällen von Kernkraftwerken entstehen, als an einem Strand in Australien zu sitzen. Diese schizophrene Wahrnehmung von Strahlung ist ein echtes Problem. Menschen finden es in Ordnung, Strahlung abzubekommen, weil sie in einer Heilquelle sitzen. Sie finden es in Ordnung, wenn die Strahlung durch einen Arzt angeordnet wurde. Aber sie finden es nicht in Ordnung, wenn sie von irgendwo anders kommt. Dem Körper ist das aber völlig egal. Wir haben also eine seltsame Beziehung zur Strahlung, die offenbar sehr tief in unserer Psyche verankert ist. Wir müssen uns aber mit den Fakten auseinandersetzen und lernen, sie besser zu verstehen. Welche Lehren können wir aus Tschernobyl und Fukushima ziehen? Wie können wir besser kommunizieren, welche Gefahren tatsächlich von nuklearen Unfällen ausgehen?
Eines der Hauptprobleme bei der Kommunikation nach Fukushima war, dass die Presse weltweit sehr unterschiedliche Botschaften sendete. Die japanische Presse berichtete durchaus angemessen über mögliche Gefahren. Von der internationalen Presse konnte man das aber nicht behaupten. Die Sprache der internationalen Presse, und die Menschen reagieren sehr stark auf Sprache, die Sprache allein versetzte viele in Angst und Schrecken. Wörter wie Katastrophe oder Apokalypse wurden benutzt und die Menschen bekamen große Angst. Deshalb denke ich, dass die Presse viel mehr Maß halten muss und bedenken sollte, welche Konsequenzen ihre Berichterstattung hat. Es ist ziemlich leicht, Angst einzujagen. Guter Journalismus sollte sich aber an Fakten halten und nicht nach Sensationen jagen. Ein weiteres Problem ist, Wissenschaftler zu finden, die vor der Kamera sprechen wollen. Die meisten Wissenschaftler sind kamerascheu. Und wenn es keine Wissenschaftler gibt, die der Presse Fakten liefern, dann wendet sie sich an alle möglichen Leute, die etwas sagen wollen. Dann weiß man aber nicht unbedingt, ob Fakten oder nur Meinungen geäußert werden. Auch Journalisten sind nicht in jedem Bereich, über den sie berichten, erfahren. Deshalb denke ich, dass die Wissenschaft auch dadurch einen großen Fehler begangen hat, dass sie die sensationsgierige Presse einfach hat laufen lassen. Niemand ist aufgestanden und hat gesagt, nein, stopp, Sie irren sich, die Fakten sind ganz anders. Es gibt Ängste, die zwar wissenschaftlich unbegründet, aber psychologisch sehr real sind. Wie kann man solchen Ängsten begegnen? Wir haben mit den Menschen in Fukushima gesprochen und bemerkt, dass sie Bewältigungsstrategien entwickelt haben. Wir alle haben Bewältigungsstrategien für alles Mögliche. Das ist nicht ungewöhnlich. Menschen fühlen sich besser, wenn sie Risiken unter Kontrolle haben. Man kann zum Beispiel mit einem persönlichen Dosimeter messen, welcher Strahlung man ausgesetzt ist, und an einem Referenzrahmen ablesen, ob das in Ordnung ist. Viele Leute in Fukushima wollen wieder Obst und Gemüse anbauen auf dem Land, das seit langem in ihrem Familienbesitz ist. Ich habe ein Dorf besucht, das eine spezielle Messvorrichtung in seinem Gemeindezentrum hatte. In den Apparat legten die Leute das, was sie selbst geerntet hatten, hinein und maßen die Strahlenbelastung. Als ich sie fragte, ob sie jemals etwas oberhalb der Grenzwerte gemessen hätten, und die japanischen Grenzwerte für Lebensmittel sind niedriger als in den übrigen Teilen der Welt und in Europa, da sagten sie, nein, noch nie hat irgendetwas die Grenzwerte überschritten. Aber die bloße Tatsache, dass man dorthin gehen und seine Produkte messen lassen kann, nur um zu hören, ja, es ist in Ordnung, das gab den Menschen Vertrauen zurück. Es geht also darum, das Risiko zu kontrollieren. Wie kann man den Meinungsverschiedenheiten begegnen, die es in der Wissenschaft bezüglich der Gefahr von Strahlung gibt? Es gibt solche und solche Wissenschaftler. Einige betreiben sehr gute Wissenschaft mit den richtigen Kontrollen und führen ihre Studien ordnungsgemäß durch. Andere Wissenschaftler sind, sagen wir, weniger streng bei der Durchführung. Ich denke, dass Journalisten das Gewicht einer wissenschaftlichen Meinung richtig bewerten müssen. Es geht nicht nur darum, beide Seiten eines Arguments zu zeigen. Die Berichterstattung muss auch spiegeln, welche Argumente auf welcher Seite besonders schwer wiegen. Wir müssen auch das Problem wissenschaftlicher Unsicherheit angehen. In Großbritannien sehen wir gerade die gesamte Literatur zur Gefahr von Strahlung durch und entscheiden, welche Arbeiten gut sind, welche schlecht und welches Gewicht die Argumente haben. Wir suchen auch nach Gebieten, bei denen es noch Unsicherheiten gibt, die wir nicht beseitigen können. Das ist ein wissenschaftlicher Prozess, den man auf die meisten Themen anwenden würde, und wir sollten ihn auch hier anwenden. Über Strahlung und ihre Auswirkungen wird aber furchtbar viel Unsinn geschrieben. Echte Wissenschaftler sollten sich aus der Deckung wagen und damit beginnen, einige Mythen zu korrigieren. Wir alle brauchen und verbrauchen Energie. Deshalb müssen wir alle teilnehmen an der kommenden Energiedebatte. Als verantwortungsvolle Bürger sollten wir uns damit befassen, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Formen der Energieerzeugung haben, die wir in Zukunft brauchen werden. Und wir sollten nicht schlechte Wissenschaft heranziehen, um etwas schlecht zu reden, das uns tatsächlich eine bessere Gesellschaft bringen könnte.